Toni, 1:1, keine schlechte Ausgangssituation für nächsten Donnerstag. Ja, also es war natürlich ein schweres Spiel heute, muss man sagen. Schalke war klar, dass sie viel Druck machen. Heimspiel, müssen was vorlegen. Haben viel Druck gemacht. Trotzdem, erste Halbzeit hatten wir ein paar gute Chancen. Gehen 1:1 in Führung, kriegen dann 1:1. Ich glaube, den Freistoß, den wir hätten kriegen müssen. Wie auch immer, zweite Halbzeit, Schalke war schon überlegen, haben gedrückt, haben zwei, drei richtig gute Chancen gehabt. Am Ende aber ein super Ergebnis für uns. Du hast es gerade schon angesprochen, den Freistoß, den ihr dann eigentlich auch ruhig hättet bekommen können. Das Foul an Raphael kurz vor dem Gegentor. Wie sehr ärgert dann so eine Situation oder denkst du dann, nee, eigentlich ist noch lange genug Zeit? Nein, es ärgert einfach, dass wir im Fußball immer darüber reden, nicht fallen lassen, Freistöße schinden. Dann hast du einen Spieler wie der Raphael, der sich da eigentlich umgehauen wird von der Seite, wo es wahrscheinlich Gelb gibt und Freistoß, wenn er fällt. Aber er fällt nicht, er bleibt am Boden, bleibt auf den Füßen stehen, probiert weiterzumachen, kommt dann ins Stolen erst. Ja, und dann wird sowas nicht gepfiffen. Das ist dann schon sehr kurios. Ich habe eben schon gehört, Lars Stindl hat gesagt, gegen Ende dann doch mehr Torchancen für Schalke auch zugelassen, als ihr eigentlich dann vorhabtet, logischerweise. Zuletzt habt ihr es ja immer geschafft, deutlich wenig Torchancen auch zuzulassen. Ja klar, heute war es dann auch kraftmäßig nicht so einfach. Wie gesagt, Schalke musste was tun, haben gedrückt. Hätten sicherlich auch den Sieg heute verdient gehabt, aber so ist es halt manchmal Fußball. Wir hätten auch mehr Tore machen können am Wochenende, haben wir auch nicht gemacht. Also es ist, wie es ist. 1:1 ein sehr, sehr gutes Ergebnis für uns. Wie gesagt, war sicher nicht, gerade fußballerisch haben wir es uns schwer gemacht, weil wir nicht gut den Ball laufen lassen haben. Dadurch haben wir natürlich die Schalke ein bisschen eingeladen, aber 1:1 nehmen wir so mit. Jonas, das erste Tor. Wie geht's dir? Ja, ich bin glücklich. Ich glaube, war ein bisschen so nicht verhaltenes Spiel, aber waren viele Unkonzentriertheiten dabei. Vor allem in der ersten Halbzeit haben da viele Ballverluste hergeschenkt, haben es dadurch Schalke ein bisschen einfach gemacht, Chancen zu kreieren. Meiner Meinung nach haben sie das ausgiebig nur durch unsere Fehler geschafft. Und so fällt auch das Tor. Und klar, da glaube ich, das war ein Foul. So haben es, glaube ich, viele gesehen, aber ja, das war so, die Unkonzentriertheiten müssen wir auf jeden Fall, sollte heute Ausnahme gewesen sein. Da müssen wir einfach ein bisschen überzeugender die Aktion gestalten und ich glaube, das müssen wir uns vornehmen fürs Rückspiel. Trotzdem sprechen wir noch mal kurz über deinen Führungstreffer. Wunderschöner Pass von Lars Stindl, glaube ich, und dann hast du freie Bahn. Ja, ich habe gemerkt, Kolasinac rechts kommt. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es Nastasic, glaube ich, kam von links. Also war dann so ein bisschen in der Zange, aber konnte da noch rechtzeitig abschließen durch die Beine. Ich glaube, wir hatten auch noch ein bisschen berührt gehabt. Also ein bisschen Glück war dann auch noch dabei. Aber ich ärgere mich eigentlich noch mehr, dass ich den zweiten auch nicht gemacht habe. Trotzdem, wenn wir jetzt die allgemeine Situation von dir auch sehen, haben jetzt viele gedacht, der Junge wird immer besser. Das Einzige, was ihm jetzt fehlt, ist noch ein Tor. Für dich persönlich, glaube ich, kann es weiter so in diese Richtung gehen, oder? Ja, vor ein paar Tagen wurde mir das noch angehängt. So langsam muss jetzt mal eins machen. Da habe ich aber auch schon gesagt, dass ich mich da davon nicht unter Druck setzen lasse. Ich habe dann im Interview gesagt, wenn es so schnell wie möglich kommt, dann ist natürlich am besten. Aber dass es jetzt gleich klappt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber klar, freut mich natürlich auf jeden Fall. Wie gesagt, noch lieber hätte ich gerne das zweite hinterher auch noch gemacht. Absolut verständlich. Trotzdem ist die Ausgangssituation fürs Rückspiel jetzt nicht die schlechteste. Absolut. Ich glaube, im 1:1, was heißt zufrieden sein, haben wir uns eine ordentliche Ausgangslage verschafft. Jetzt ist Schalke am Drücker, sie müssen eins machen bei uns. Ich glaube, wenn man das letzte Bundesligaspiel auch noch nimmt, glaube ich, wissen sie, dass wir zu Hause eine starke Atmosphäre zusammen im Stadion bilden können, dass wir zu Hause zu alter Stärke, sage ich jetzt mal, zurückgefunden haben auch. Und natürlich wollen wir auf jeden Fall ins Viertelfinale einziehen, das ist klar. Bei wem müssen Sie sich bedanken? Bei Jan Sommer oder bei wem? Das ist hier heute, finde ich, ein glückliches 1:1 aus Gladbacher Sicht gab. Ja, wir haben 1:1 gespielt. Das steht auf der Anzeigentafel. Man muss sich nicht rechtfertigen für Ergebnisse. Sicherlich war es heute so, dass Schalke in der zweiten Halbzeit mehr Druck gemacht hat, mehr Torchancen hatte, durchaus die Möglichkeit hatte, das zweite Tor zu machen. Wir hatten nicht mehr so viel in der zweiten Halbzeit. Trotzdem, wir haben 1:1 gespielt. Wir haben uns eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel geschaffen. Hatten heute das Quäntchen Glück auf unserer Seite, definitiv. Hatten mit Jan Sommer einen Torwart, den er in den letzten Wochen schon überragend gespielt hat, der wieder einen Big Point gehalten hat. Und dementsprechend fahren wir jetzt mit einem guten Ergebnis nach Hause, wissen aber, dass wir es im Rückspiel besser machen müssen. Sie wussten auch, dass es heute deutlich schwerer werden würde als am letzten Samstag, oder? Ich glaube, das wusste jeder in der Runde hier. Also
wer erwartet hat, dass Schalke heute in ihrem, im Heimspiel in einer für sie nicht unkritischen Situation sich ergibt, der hat, hätte aufs falsche Pferd gesetzt. Also wir wussten, dass Schalke hier sehr, sehr viel in die Waagschale werfen würde. Sie haben sich auch relativ wenig beeindrucken lassen durch das 1-0 von uns. Das muss ich auch fairerweise sagen. Also, sie scheinen stabil zu sein. Sie scheinen sich mit der Lage, wenn nicht angefreundet, das wäre zu positiv, aber angepasst zu haben. Und dementsprechend haben sie auch dieses Unentschieden verdient. Wie gesagt, wir sind froh, dass wir diesen Punkt, dieses Auswärtstor gemacht haben und dieses Unentschieden mitgenommen haben. Aber dass Schalke heute ein ganz anderes Gesicht zeigen würde als am letzten Samstag, das war auch klar. Wie groß sind die Chancen, jetzt ins Viertelfinale der Europa League einzuziehen? Ich glaube, dass wir, das habe ich damals gegen Florenz schon gesagt, die erste Halbzeit damals Florenz verloren hatten. Heute haben wir die erste Halbzeit gegen Schalke ein Stück weit gewonnen. Aber wie gesagt, die zweite Halbzeit ist noch zu spielen. Da haben wir selber gezeigt, was im Europapokal möglich ist. Und wenn Schalke ihre Konstanz wiederfindet, weil Qualität hat Schalke 04, bleibt ein großartiger Verein mit einem großartigen Kader. Wenn sie das wiederfinden, dann wird es eine schwere Aufgabe. Aber wir sind zu Hause, wir sind im Borussia-Park und dementsprechend haben wir eine gute Chance. Und wie viel Europa League haben Sie heute Abend hier gespürt in der Arena auf Schalke? Ja, wenn man auf die Banden geschaut hat, hat man ja Europa League gelesen. Das hat man auch dann gespürt. Es war anders. Man musste sich wirklich damit arrangieren, weil bei 1-1, wo jeder rechnet hat, reicht das nicht. In der Bundesliga spielst du auf Sieg. Hier hast du gesagt, okay, das 1-1 ist für uns erstmal gut. Also ich habe schon Europapokal gespürt und ich fand es auch eine schöne Stimmung im Stadion.